Anna Heiser fand 2017 bei Bauer sucht Frau die ganz große Liebe. Sie lernte den Bauern Gerald kennen und lieben und zog gleich zu ihm nach Namibia auf seine Farm. 2018 gab sich das Traumpaar dann das Ja-Wort. Aktuell erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Obwohl ihre Zeit bei der Kuppelshow einige Jahre zurückliegt, verfolgt Anna auch die aktuelle Staffel von Bauer sucht Frau. Und das Verhalten der diesjährigen Kandidaten gefällt ihr nicht. Beim Finale macht die 30-Jährige ihrem Ärger Luft und postet in ihrer Instagram-Story: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Bauer sucht Frau mit jedem Jahr immer mehr zu einem Möchtegern-Land-Bachelor mit einer Prise Tinders Tauschmarkt und Swingerclub wird. Zum Glück gibt es immer wieder schöne Beispiele an Pärchen, bei denen die Teilnahme wirklich sinnvoll war. Welche Paare das genau sind, die es ihrer Meinung nach nicht ernst meinen, deckt Anna allerdings nicht auf. Was glaubt ihr, wer gemeint ist?